einen Pahlsteg in eine laufende Leine zu machen, können durchaus vorteilhaft sein. Man erhält dadurch die übliche feste Schlaufe, kann sie also in die laufende Leine beliebig oft machen, wenn man viele Aufhängungspunkte braucht. Oder man kann sie auch noch anders verwenden. Das würde ich gerne im Video morgen zeigen. Ein Palsteg in einer laufenden Leine. Mit der rechten Part machen wir ein Überhandauge und turnen die rechte Part einmal komplett um das Auge. Jetzt stecken wir diesen Bogen, diese Part von unten durch dieses Auge. Ziehen den Knoten fest. Und haben unseren Palsteg in der laufenden Leine. Wie gesagt, morgen praktischer Tipp, was man damit noch machen kann.